Die Schulsportanlage in Ebrechsdorf ist in die Jahre gekommen. Zeit zum Neubau der Sportanlage und Einweihung. 1, 2, 3 und 4, die Ebrechsdorfer Sportschüler, das sind wir. Nach nur wenigen Monaten Bauzeit konnte pünktlich mit Schulbeginn die neue Schulsportanlage am ehemaligen Sportplatz in Ebrechsdorf vor über 1000 Schülerinnen und Schülern und Festgästen in Betrieb genommen werden. Mit einem großen Fest und viel Politprominenz wurde vergangenen Donnerstag die neue Anlage feierlich eröffnet. Das war mal der ehemalige Fußballplatz, nicht? Und da ist jetzt die Schulsportanlage komplett neu entstanden. Und ich muss sagen, es ist eine tolle Leistung, es ist sehr viel Geld investiert worden, auch seitens des Landes wurde ja stark mitsubventioniert und die Gemeinde. Und ich denke, es ist gerade besonders für die Volksschule wichtig, dass diese Sportanlage da entstanden ist. Ich habe heute eine besondere Freude, weil die letzte Veranstaltung, die auf dem alten Schulsportplatz stattgefunden hat, war die Kindersicherheitsolympiade des Zivilschutzverbandes. Am nächsten Tag haben die Arbeiten für die Sportanlage begonnen und sage und schreibe, es sind nur mehr als 2,5 Monate ins Land gezogen und dieser Sportplatz wird heute eröffnet. Diese Schulsportanlage wurde in wenigen Monaten wortwörtlich aus dem Boden gestampft. Wir haben rund 750.000 Euro hier investiert, dass wir für diesen Schulkomplex, weil wir ja die Volksschule, die Mittelschule, das Polytechnikum und die Sonderschule hier an diesem Standort beheimatet haben, unterbringen können. Sport gehört natürlich zum Spektrum, das an den Schulen unterrichtet und gestaltet werden will, und so eine Sportanlage, davon können viele nur träumen. Es ist aber ganz wichtig, denn wir haben ja auch mit der täglichen Bewegungs- und Sporteinheit einen weiteren Schritt gemacht, um die körperliche Fitness unserer jungen Menschen zu stärken. Gerade junge Menschen brauchen Bewegung und im Besonderen im Freiraum. Ich habe das auch in meiner Schule so, fördert in letzter Konsequenz auch das Lernen. Bei schönstem Herbstwetter sorgten die rund 600 Schüler des Schulzentrums mit Musik- und Tanzeinlagen für tolle Stimmung und lockten damit mehr als 500 Gäste, darunter auch die Stadt- und Gemeinderäte sowie viele Eltern und interessierte Bürgerinnen und Bürger an.